Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem Ariane und Angelika von ihrer geplanten Session auf der Inverted Classroom and Beyond berichten. Die Inverted Classroom and Beyond findet im Februar 2021 statt, wird von der FH St. Pölten organisiert und ausgerichtet, findet als komplette Online-Konferenz statt. Wer Interesse daran hat, kann sich gerne auch schon jetzt anmelden. Das Programm steht online und die Anmeldung ist auch schon offen. An wen richtet sich die ICM? Die richtet sich an alle, die sich für Inverted Classroom oder Flipped Classroom interessieren, also für Neueinsteiger genauso wie für Profis. Es wird für alle entsprechend was dabei sein und es wird auf jeden Fall ein spannendes Programm geben. Ich bin Iris Neiske, arbeite an der Universität Paderborn in der Hochschuldidaktik und bin im Organisationskomitee von der Inverted Classroom and Beyond mit dabei, da wir die Konferenz ein Jahr später ausrichten werden. Jetzt freue ich mich ganz doll auf Angelika und Ariane und würde euch bitten, euch einfach selbst kurz vorzustellen. Prima, dann fange ich mal an. Mein Name ist Ariane Willems. Ich bin Professorin für empirische Bildungsforschung an der schönen Universität Göttingen und Projektleiterin der Studie FlipView, die wir gerne auch der ICM vorstellen möchten. Hallo, mein Name ist Angelika Thielsch, ich bin auch von der Uni Göttingen und ich arbeite hier im Team der Hochschuldidaktik. Sehr schön. Ja. Ariane, du hattest gerade schon gesagt, es gibt eine Studie, die ihr vorstellen möchtet. Was werdet ihr denn konkret vorstellen? Ihr wart dieses Jahr auch schon auf der ICM und habt, glaube ich, das Projekt auch schon ein bisschen vorgestellt, aber ich glaube, es gibt Neuigkeiten vom Projekt. Das stimmt. Also das Projekt FlipView ist ein Projekt, das in der Lehrerbildung angesiedelt ist in Göttingen. Wir haben vor 2 Jahren angefangen mit dem Projekt, das Projekt zu entwickeln. Seit 2019 wird es durchgeführt. Und zwar haben wir eine Lehrveranstaltung von uns als Flipped Classroom umdesignt. Aha. Und Überraschung. Und in dieser Lehrveranstaltung geht es darum, die Unterrichtsreflexionskompetenz von Lehramtsstudierenden zu fördern. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen was zum Hintergrund des Projekts noch erzählen soll, also was wir sozusagen gemacht haben in diesem Total Projekt. gerne. Ja. Und Angelika, du ergänzt mich, wenn ich was vergessen habe. Das ist Mache ich. ein Seminar, das es eigentlich schon seit 5 Jahren bei uns am Lehrstuhl gibt. Und das hat natürlich ganz klassisch angefangen als normales Seminar, 90 Minuten, 14 Mal hintereinander jede Woche. Und wir haben es dann relativ früh schon umgestellt in ein ganz klassisches Kompaktseminar, also zweimal ein verlängertes Wochenende. Und 2019 haben wir uns dann überlegt, jetzt ist die Zeit, das Ganze mal als Flipped Classroom anzubieten. Und Was haben war also denn dann. der Grund, das auf Flipped Classroom umzustellen? Also es war schon so, dass wir mit der Konstellation des wöchentlichen Seminars etwas unzufrieden waren, weil die Studierenden sich nicht so vorbereitet haben, wie wir uns das vorgestellt haben und die Sitzungen dann so ein bisschen zäh wurden. Und dann haben wir beschlossen, das erstmal als ganz normales Präsenz-Kompaktseminar stattfinden zu lassen. Und das war auch schon besser. Also da haben wir einfach gemerkt, dass es viel besser ist, sich ein paar Stunden um ein Thema zu kümmern. Aber auch da war es natürlich so, dass die Studierenden nicht unbedingt gut vorbereitet waren zwischen diesen beiden Kompaktseminar-Sessions. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen es irgendwie so gestalten, dass die Vorbereitung ein bisschen besser ist und dass die Studierenden sich auch da ein Stück weit individueller vorbereiten können. Das war für uns der Startschuss eigentlich zu sagen, dann versuchen wir es als Flipped Classroom. Genau, und Das. genau dieses, ach sorry, ich Nein, wollte jetzt bitte, nicht ins bitte. Wort fallen. Ich finde halt genau diese Idee einfach so spannend zu sagen, so okay, wir merken, dass dieses flexibel auf die Lernenden eingehen, dass es einfach Zeit braucht, dass deswegen halt das im Blockkurs so gut schon funktioniert hat, dass aber das Ganze noch einfach weiter verbessert werden kann. Und genau jetzt in dem Modul, wo auch gezielt mit Unterrichtsvideos gearbeitet wird, ist natürlich total prima, das einfach auszulagern und den Leuten zu sagen, so hier, ihr könnt dann auch immer wieder reingucken und da nochmal gezielt innehalten, als wenn man das halt wirklich jetzt an der Stelle nur in Anführungsstrichen direkt im Kurs macht. Deswegen dieser Aspekt der Flexibilisierung und dieses Individuelle nochmal innehalten und nachdenken, was ist für mich an der Stelle wichtig, das war da einfach ein ganz charmantes Element. Ich kann mir das auch ergänzen. Also das Thema ist halt eben
Unterricht zu beobachten, Unterricht standardisiert zu beschreiben und dann eben auch über Unterricht zu reflektieren. Und gerade dieser Teil des zu lernen, Unterricht standardisiert zu beschreiben und nicht nur aus dem Bauch raus zu entscheiden, sehe ich da gerade ein Beispiel von gutem Unterricht oder weniger gutem Unterricht und woran mache ich das vielleicht fest? Das sind Sachen, die brauchen halt Training und manche Leute kriegen das schneller hin als andere Leute und es braucht einfach Zeit. Und wir haben uns dann dazu entschieden, genau diese Sequenzen auszulagern. Also das Lernen, das Eintrainieren machen die Studierenden jetzt zu Hause. Da gibt es Lernaufträge zu, die Unterrichtsvideos sind über Videoportale zugänglich und die können halt nach ihrem Tempo einüben, die Dinge. Und wir nutzen halt die Präsenzsitzungen dann, um genau das zu vertiefen und dann eben zu reflektieren, was sind vielleicht Handlungsoptionen, warum habe ich guten Unterricht gesehen, warum weniger guten Unterricht, was könnte man anders machen, solche Geschichten. Und während sonst in den Sitzungen extrem viel Zeit darauf geht, mit den Studierenden zu klären, was sind eigentlich Indikatoren für guten Unterricht, wie funktioniert standardisierte Beobachtung, sind das jetzt eben Dinge, die wir mit guten Lehrtexten und mit guten Beispielen einfach auslagern können, um dann die Zeit vor Ort sinnvoll zu nutzen. Okay, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt an. Und das Schöne ist, ihr habt da ja jetzt auch schon reichliche Erfahrung, wenn ihr im Sommersemester 2019 das erste Mal als Inverted Classroom durchgeführt habt, aber natürlich mit Präsenzen. Dieses Semester findet es dann logischerweise ohne Präsenzen statt, oder? Genau, also wir haben jetzt die Situation, dass wir sozusagen jahrelang das als klassisches Seminar gemacht haben, dann zwei Semester als klassischen ICM umgesetzt haben mit Präsenzsitzungen und haben jetzt zwei Semester, also im Sommersemester und jetzt im Wintersemester, das ganze Ding EICM gelabelt. Das heißt, im Prinzip findet es noch exakt genauso statt. Die Lernpakete sind die gleichen, nur die Präsenzsitzungen finden halt nicht hier an der Uni statt, sondern finden in BigBlueButton oder Zoom statt. Und das Schöne ist aber, dass es miteinander vergleichbar ist, also diese beiden Varianten, weil wir die gleichen Inhalte machen, eben nur die Form des sich Treffens eine andere ist. Und wir haben eben auch Daten zu diesem Projekt. Das heißt, wir befragen und testen die teilnehmenden Studierenden immer zu Beginn der Veranstaltung, in der Mitte der Veranstaltung und am Ende der Veranstaltung. Und haben jetzt mittlerweile Daten von über 200 Studierenden, eben in der ganz klassischen Variante, also ohne ICM, in der ICM-Variante und in der EICM-Variante und können so langsam aber sicher mal vergleichen, welche Variante denn vielleicht zu einem größeren Wissenszuwachs bei den Studierenden führt oder welche Variante denn zumindest zu mehr Motivation bei den Studierenden führt. Das hört sich sehr, sehr spannend an und ich gehe mal fest davon aus, wenn ich eure Sessions auf der ICM nächstes Jahr besuche, dass ich nachher weiß, welche Variante die erfolgreichste ist. Ja. Ja, das hört sich dann sehr schön an. Wenn es denn da nur eine Antwort gäbe. Wenn es denn da nur eine Antwort gibt oder gäbe. Ja, genau. Sind wir mal gespannt, wie das dann abläuft. Was wollt ihr in der Session noch machen? Also zum einen stellt ihr eure Ergebnisse vor, aber das könntet ihr jetzt auch einfach über ein schönes Video machen, Flipped Classroom-mäßig. Was wird bei euch in der Session ablaufen oder geplant sein? Naja, also ich glaube, was uns natürlich ganz wichtig ist, ist das Ganze immer so ein bisschen zu kontextualisieren, also dass wir das Ganze wirklich nochmal für alle bewusst in diesen Kontext Lehramt-Ausbildung einordnen. Das heißt halt, ne, so ein bisschen zu gucken, so okay, was ist das eigentlich für ein Studiengang, aber halt auch mit was für einer Art von Video wir hier arbeiten. Also so ein bisschen das Aufdröseln, dass wenn wir von Video sprechen, dass wir erstmal nicht von diesem Input über die Lehrperson oder halt so ein typisches Erklärvideo reden. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass mittlerweile von Video sehr allgemein gesprochen wird. Das heißt, es wird für uns erstmal darum gehen, so ein paar Grundlagen im Wording für uns einfach nochmal klar zu zurren und dann einfach wirklich in die Diskussion zu kommen mit den Leuten und zu sagen, so okay, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch mit unterschiedlichen Variation und natürlich jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund, was eigentlich ja das Tolle an ICM ist, also auch dieses Flexibilisieren, auch dieses anders mit den Peers in Kooperation, in Kollaboration gehen können. Wo hat es da doch vielleicht auch Stolpersteine gegeben in der einen oder anderen Variante? Was ist uns aufgefallen, um da halt vielleicht auch noch mit der Perspektive der
Kolleginnen und Kollegen nochmal anders in so Denkprozesse und Interpretationsprozesse irgendwie auch zu gelangen. Also das ist zumindest so ein Punkt, der uns jetzt schon ganz, ganz wichtig ist, dass wir das in die Diskussion geben. Ich glaube, was für uns auch nochmal spannend war, im Frühjahr, als es hieß Corona und wir machen die Universitäten dicht, da haben wir im Team gesagt, naja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wir sind eigentlich super aufgestellt, ne? Wir haben unsere Flipped Classrooms, wir reißen das jetzt so runter, ist überhaupt gar kein Ding. Und als wir dann im Prozess waren, haben wir dann doch nochmal gemerkt, wie wichtig auch das Präsenz an Präsenz ist. Also nicht nur die Frage, was machen wir da eigentlich, sondern wir haben es tatsächlich ein Stück weit unterschätzt, wie wichtig das für uns als Dozentinnen, aber auch für die Studierenden war, in Präsenz zu sein. Und das ist, ohne dass ich da jetzt viel vorwegnehmen werde, was die Daten angeht, wir sehen das auch in den Daten. Also so ein bisschen die Frage, je mehr Digitalität, desto besser, da würde ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen hintermachen. Und da würde mich tatsächlich auch ein bisschen der Austausch interessieren, wie andere das jetzt wahrgenommen haben. Ja, das wird dann sicherlich ein sehr spannender Vortrag beziehungsweise eine sehr spannende Session mit euch auf der ICM, denn man kann es ja in der Regel nicht einfach sagen, gerade wenn ihr sagt, ihr macht ein Kompaktseminar, hey super, wir machen jetzt ein 8-stündiges Zoom-Meeting, da wird wahrscheinlich keiner im Nachgang noch super schreien, sondern maximal im Vorfeld bei der Vorbereitung, wenn man denkt, hey super, kann ich alles so machen, ja, dann setzt da vielleicht auch ein bisschen Müdigkeit ein. Ja, ich bin sehr gespannt. Das hört sich sehr spannend an, die Forschungsergebnisse und der Austausch. Für was lässt sich das übertragen? Für was lässt sich das nicht so sehr übertragen? Und von daher bin ich mir sicher, viele werden das interessant finden. Und ja, eure Session findet am 23. Februar auf der Inverted Classroom and Beyond statt. Online ist die ganze Konferenz und anmelden kann man sich auch schon jetzt. Von daher würde ich sagen, bis zum 23. Februar spätestens. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.